hat YouTuberin Rafer Angst vor Nippelblitzern. Die Social Media Queen ist bekannt für ihren extravaganten Style. Sie liebt es, sich sexy anzuziehen und zu präsentieren. Auch bei ihrem Auftritt auf der Beauty-Messe Köln legte die Make-up-Expertin mal wieder einen atemberaubenden Auftritt hin. Sie lief in einem hautengen, blauen Off-Shoulder-Dress über den roten Teppich und das ganz ohne BH. Doch wie hätte die Transkunde-Ikone im Falle eines versehentlichen Nippelblitzes reagiert? Peinlich wäre der Kurzhaarträgerin ein Nippelblitzer auf alle Fälle, wie sie Promiflash im Interview am Red Carpet verraten hat: Ich schmeiße mich von irgendeiner Terrasse runter. Wenn das passiert, oh mein Gott, Nervenzusammenbruch des Todes. Vorsorge mit Klebeband oder ähnlichem habe die Highlighter-Herstellerin dennoch nicht getroffen, ganz nach dem Motto: Wenn es passiert, passiert es. Wenn da etwas rausfällt, die Leute sollen sich gönnen, gab sie weiter zu verstehen. Neben ihren aufreizenden Outfits konzentriert sich die Influencerin ohnehin in erster Linie auf ihrem Weg. Abschließlich gehören bunte Tuben und Tigelchen zu ihrem Beruf. Ihren Beauty-Trend für 2019 habe sie auch schon gefunden: Das Wichtigste für mich persönlich ist Highlighter. Ein guter Highlighter ist das A und O, offenbart die Rafer.